Der bayerische Mittelstand wird von uns, den Volksbanken Raiffeisenbank in Bayern, stark mitgetragen. Nicht nur im Finanzierungsgeschäft, sondern auch, wenn es darum geht, im Endeffekt Zukunftsthemen anzupacken. Informationsdefizite bestehen in der Vernetzung, in der Art und Weise, wie plötzlich Geschäftsprozesse anders gedacht werden können, wie neue Geschäftsmodelle entstehen. Wenn ich diesen Schritt gedacht habe, dann muss ich über mein eigenes Geschäftsmodell nachdenken. Und ich glaube, das ist ein Punkt, da muss der Mittelstand bei uns noch einiges nachholen. Der Landwirt muss Unternehmer sein, der muss was unternehmen, um seine Situation zu verbessern, um auch in Zukunft bestehen zu können. Sollten wir uns nicht heute schon überlegen, dass wir aus diesem Preiswahnsinn aussteigen und sagen, wir sind zwar nicht die Billigsten, aber wir sind die Besten, wir sind Qualitätsführer. Preisführer werden wir mit unseren Strukturen vielleicht gar nicht sein können. Wo wir in welche Richtung sich die Landwirtschaft bewegt, wohin sich auch die genossenschaftlichen Agrarhandelsunternehmen bewegen müssen, das wird sich zeigen. Nur, der Markt richtet es. Energiewende ist, die Leitungen, die Netze vor Ort zu stärken. Wir könnten auf vielen, vielen Schuldächern Photovoltaikanlagen drauf bauen. Und mir sagt der Bürgermeister dazu, Herr Scherer, bis wir das durch die Verwaltung haben, das schaffen wir nie. Meine Forderung ist ganz konkret, einfach am gesunden Menschenverstand bei den Regelungen einschalten. Und wir sollten mit Stolz auch darüber sprechen, was wir über die letzten Jahrzehnte geschafft haben, in dem Selbstbewusstsein, dass wir die Zukunft mit unseren mittelständischen Kunden gemeinsam anpacken.